Leute, was geht ab? Und zwar, wir sind hier zurück beim Punching Simulator und wir sind ja hier komplett am Durchdrehen. Ihr seht auch gerade, wir sind hier in der Rangliste ganz oben, Freunde. Wir haben ja schon so viele Robux hier ausgegeben. Ich glaube, 5000 Glocker und ich zeige euch jetzt mal, wie stark wir sind. Also normalerweise ist es ja bei dem Simulator so, wir müssen hier gegen die Wand schlagen und dann geht die Wand kaputt. Aber guckt mal bitte, wie stark wir sind, Leute. Wir zerstören einfach die ganze Welt mit einem Schlag. Guckt euch das an. Boom, was ist das? Okay, wartet mal. Wir werden gleich in die letzte Welt gehen. Also es gibt ja insgesamt 30 Welten. Wir sind in Welt 24. Und ich werde probieren, heute in die letzte Welt zu kommen und mir das Mega-OP-Outfit freizuschalten. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Wir gehen jetzt mal gucken, wo Spieler sind, Leute. Wir ärgern jetzt mal ein bisschen die anderen. Guckt mal hier. In Welt 7 sind ganz viele. Da sind auf jeden Fall drei Leute. Und die können... Guck mal, ich zeige euch jetzt, was wir mit denen machen, ne? Guck mal, die armen Leute, ich ärgere die jetzt ein bisschen. Guck mal, hier, wartet mal, wo sind die? Ja, hallo, wo seid ihr? Ey, versteckt ihr euch vor Stunny Bunny oder was? Das gefällt mir ja gar nicht. Guck mal, da ist einer, Leute. Den haben wir ausgeschaltet. Oh mein Gott, der Arme. Warte mal, ist hier noch... Guck mal, da ist einer. Oh, das ist ein kleines Baby, Leute. Boom, weg mit dem. Oh, guck mal, da ist noch einer. Und, ey, Leute, guck, da immer, wenn ihr das da oben seht, da haben wir einen ausgeschaltet. Die haben einfach keine Chance gegen mich. Nein. Ich bin mal gespannt, was die reinschreiben. Ey, guck mal hier. Boom, weg. Oh, der hat gerade so ein Schutzschild, aber das ist gleich weg, das Schutzschild. Ey, die können nichts machen. Oh, Gottes Willen. Die armen Leute. Guck mal, ich schalte die ganze Zeit aus. Guck mal, da hinten ist wieder einer. Oh, die werden sich gleich richtig aufregen im Chat, weil die können ja nicht spielen, Leute. Die können ja so nicht spielen, wenn ich die ganze Zeit ärgere. Zack, haben wir wieder ausgeschaltet. Guck mal, die wollen hier 1 gegen 1 machen. Bro, weg mit dir. Zack, wieder ausgeschaltet. Hier ist noch einer. Weg mit dem. Boom. Weg mit dem. Wir sind zu stark. Das gibt's nicht, Leute. Die Armen, ey, Bro. Die Armen, ey. Was passiert mit denen? Die wissen ja gar nicht, was abgeht. Guck mal, auf, wie schnell wir sind. Und diese zwei. Boom. Zwei auf einmal. Let's go. Ey, guck. Ich bin mal gespannt, wenn die sich aufregen. Weil dann schreiben die hier im Chat immer rein und beschweren sich über Stunny Bunny, dass ich so stark bin. Und wir werden gleich mal was für 1000 Robux kaufen. Hier, guck mal, ich muss hier einfach... Leute, guck mal, ich muss gar nicht wissen, wo die sind. Ich schleite die ganze Zeit aus. Oh Gott, guck mal, was ich mache. Jetzt mache ich hier, Leute. Ich mache den Flammentornado. Nee, warte mal, ich will hier bleiben. Ich mache den Flammentornado. Woo! Wir gehen jetzt, der Flammentornado ist eigentlich nur, wir gehen die ganze Zeit rum, spammen unsere Fähigkeit und schalten die aus. Du bist nicht der richtige Stunny. Hä? Was sagt der denn da? Guck mal. Oh Gott, Leute, wir wohnen. Unser Rang wurde schlechter gemacht, weil ich hier alle ärgere. Der schreibt, guck mal hier, die werden sich gleich aufregen. Wartet ab. Die werden gleich schreiben, dass sie Hilfe brauchen in Welt 7. Aber Leute, wer soll denen helfen? Niemand kann denen helfen. Ich bin der Stärkste hier. Die Armen. Oh Gott, guck mal, was wir hier machen, Leute. Wir springen hier. Guck mal, du bist ein Faker von Stani, schreibt ja. Bro, ich bin doch kein Faker. Wieder zwei Leute ausgeschaltet. Okay, Leute, ich würde mal sagen, lass kämpfen bei... Was will der kämpfen? Der will kämpfen, Leute. Da will jemand gegen mich... Hä? Sein Ernst? Okay, ich bin gespannt, was er schreibt. Wenn er wirklich kämpfen will, dann soll er kommen. In welche Welt? Ist mir egal. Leute, ich werde den eh ausschalten. Die haben keine Chance. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, wir machen hier wieder den Flammentornado. Und jetzt werde ich hier alle nacheinander wieder ausschalten. Wo sind die denn? Ach, da hinten ist einer. Zack, weg damit. Stunny Bunny. Ja? Bro, in Welt 1 soll ich kommen. Okay, ich soll in Welt 1 kommen und er will gegen mich kämpfen. Ja, okay, machen wir. Welt 1, Leute. Guck mal, hier bin ich. Wo ist er in Welt 1? Da ist er doch in Welt 1, Leute. Zack. Und das war's mit dem gewesen. Ich dachte, der wollte kämpfen, Leute. Hä? Ich dachte, der wollte kämpfen. Leute, was ist das denn? Ich habe die gerade alle ausgeschaltet. Also, das war ja nichts gewesen mit Kämpfen. Leute, guckt euch das an. Wir machen mal hier alles kaputt. Bro! Ich denke, der will kämpfen. Ja, das... Also, Leute, ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Der wollte ein dickes 1 gegen 1. Und hat leider keine Chance gegen Stunny Bunny. Ja, jetzt fragt ihr, ob ich der Echte bin. Natürlich bin ich der Echte. So, Leute, wir haben jetzt immer keine Zeit. Wir müssen weiter in unsere Welt 24 gehen. Nämlich, wir müssen ja da mal ein bisschen weitermachen, dass wir es auch irgendwann mal schaffen bis Welt 30. Und guckt mal bitte. Guck mal, das ist die Stadt. Leute, wie krass diese Welt ist. Guckt euch das an. Guck mal. Bro, ich mach gar nichts, Leute. Seht ihr das? Da passiert gar nichts. Kann ich das Haus hier aufrüsten? Nee. Guckt mal hier. Leute, es passiert nichts. Bro,
Ich check das nicht. Und jetzt werden wir uns hier diesen Multiplikator holen. Kostet 1000 Robux. Bam. Da machen wir nämlich so, Leute. Wir kaufen direkt nochmal den Multiplikator. Ich weiß nicht. 1200. Ey, das wird so teuer. Aber ich glaube, um überhaupt in die nächste Welt zu kommen, müssen wir so viel machen. So, und jetzt gucke ich mal, Leute. Guck mal, jetzt machen wir schon viel, viel mehr pro Schlag. Und, hä? Bro! Leute, wollt ihr mich veräppeln? Hä? Guckt mal. Wir kommen gar nicht voran. Wartet mal. Das kann aber irgendwie gerade nicht sein. Nicht mal. Guck mal, wir machen nicht mal eine kleine Beule in diese Wand rein. Da ist doch nicht mal ein kleiner Riss zu sehen. Okay, das schockt mich gerade ein bisschen. Das schockt mich gerade, weil wir hier gerade, Leute, ich kaufe mir jetzt 1000, ey Leute, wir haben gerade 3000 Robux ausgegeben wieder. 3000 Robux. Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt was passiert vielleicht. Leute, wir machen, okay, jetzt passiert langsam was. Ich mach das nur, oh Gott, jetzt passiert langsam was. Ich habe das nur gemacht, so viel Robux wieder ausgegeben, weil ihr echt in den letzten Tagen so viel supportet, Leute. Weil das ist, wir haben jetzt gerade wieder 30 Euro ausgegeben, ne? Will ich nur mal sagen, 30 Euro und jetzt, oh Gott, guckt euch mal langsam an. Wir steigen hier immer mehr und ich bin auch gespannt, was der nächste Rang wird. Ach, nicht wundern, Leute, ich habe gerade Autoklicker heimlich am Laufen. Ey, aber sag das jetzt mal kein, okay? Das ist unser kleiner Geheimnis, dass ich hier nebenbei den Autoklicker habe. Da muss ich nicht so viel klicken, weil ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Aber guckt mal hier, langsam. Ich muss hier irgendwie wieder diesen Bug kriegen, dass wir uns so durch die... Oh, okay. Das ist wieder... Ich muss ein bisschen tiefer noch reinkommen. Ja, das ist sehr gut, weil ihr wisst, es gibt ja so einen kleinen Trick, den man machen kann. So, komm, ein bisschen weiter. Ja, es dauert noch ein bisschen. Ich muss hier noch so ein kleines... guck mal hier, die wollen hier 1 gegen 1 machen. Okay. Also was schreibt der denn so? Aber einfach ein Faker von Stani. Warum schreibt der denn, dass ich ein Faker bin, Leute? Ich weiß das gar nicht. Naja, kann ja auch sein. Ist ja nicht schlimm, Leute. Da kann ich hier wenigstens in Ruhe, dann ärgert mich keiner. Obwohl, mich kann ja auch gar keiner ärgern, weil ich der Stärkste bin. Der zweite ist so weit hinter mir. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt schon mal jemand in Welt 30 gewesen ist. Weil ihr habt ja gesehen, wie viel Robux wir hier reingepayt haben. Leute! Das dauert mir hier zu lange. Komm, ich kaufe nochmal. Oh Gott. Ey, nein, 1600 Robux. Oh mein Gott. Bro. Nein. Aber, oh mein Gott, guck, wie viel wir jetzt machen. Wir machen jetzt wieder das Doppelte. Also, logischerweise nochmal das Doppelte. 1600 Robux. Und wir haben trotzdem... Ey, das schockiert mich gerade absolut. Guckt mal. Wir kommen immer... Also... Klar, es geht ein bisschen voran. Und ihr seht... Oh, da ist eine Kugel. Oh mein Gott, wir haben eine Kugel. Wartet mal. Können wir jetzt upgraden? Nee, oh Gott, wir können doch nicht mal upgraden. Wir haben eine Kugel gefunden, können doch nicht mal upgraden. Weil die Tiere müssen wir natürlich auch, unsere Haustiere, boosten, dass wir halt mehr Multiplikatoren bekommen und dass die schneller halt die Wand kommen. Also jetzt, okay. Es geht voran, ja, aber... Ey, das schockiert mich. Wie schwer muss denn die nächste Welt sein? Oh! Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen eine große... Da, oh Gott, da hinten ist das Dreieck. Wir müssen zum Dreieck. Bro, ihr wisst, dieses Dreieck ist immer Ultra-Boost. Oh Gott, ich muss da irgendwie hinkommen. Ich muss aber aufpassen, dass wir nicht zu hoch rutschen hier. Und dass ich... Also es war auf jeden Fall hier hinten in die Ecke. Das müssen wir uns merken. Da hinten in der Ecke war es. Ja, das ist das Problem, Leute. Nein, nein. Aber das war hier hinten in der Ecke, ne? Ja, ja, hier hinten in der Ecke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, gut, ich muss aufpassen, dass wir hier... Wir müssen alles von unten zerstören. Dass wir nämlich nicht zu hoch kommen. Und dass wir das auch safe kriegen. Wenn wir nämlich zu hoch... Ja, ja, ja. Oh Gott, wenn wir das kriegen, dann ist vorbei. Glaubt mir, dann sind wir gleich wirklich im nächsten Level drin und kriegen einen maximalen Boost. Das ist dann zu wild. Dann müssten wir auch eigentlich fast das nächste Level erreichen. Boom, guck mal hier, wir können uns hier gut den Weg durchhauen mittlerweile. Stanibani, ey, wir sind jetzt... Also ich sag euch, Max ist nicht so stark. Steely Brilli ist nicht so stark. Wir haben hier wieder, weil ich wollte den Jungs auch nicht zumuten, so viel Robux auszugeben. Weil, Leute, ihr müsst auch mal bei Steely ein bisschen abonnieren und liken und so. Weil, Leute, Steely, der Arme, der gibt immer so viel Robux aus. Und ihr guckt nicht seine Videos. Also nicht so viele Leute gucken seine Videos, was echt schade ist. Und deswegen, Leute, ich kann jetzt nicht vor Steely sagen, dass er hier nochmal 100 Euro ausgeben soll. Das meinte ich mit Boost, Leute. Guckt euch diesen Boost an.
Guckt euch diesen Boost an, was wir jetzt hier an Schaden machen. Boom. Ja, das meinte ich. Jetzt haben wir einen richtig krassen Boost bekommen. Und dementsprechend werden wir gleich auch das nächste Level haben. Das ist gut. Und wir können unser Haustier leveln. Let's go! Guck mal, wie das jetzt aussieht, das Haustier. Hä, das sieht immer noch gleich aus. Was ist das denn? Warte mal. Ach so, kosmetisch, Leute. Oh, nee, 46. Ah, boah, das sieht voll cool aus, Leute. Geil. Aber ich glaube, das hat sich ja... Ja, guck mal, jetzt. Jetzt machen wir hier, Leute. Jetzt geht die Wand aber ganz, ganz schnell kaputt. Wir haben... Was? Nein. Nein. Mighty sind wir jetzt. Oh, Leute. Mächtiger Klassenheld. Wie sehen wir denn jetzt aus? Bro, was? Okay. Guck mal unseren Schaden an. Was? Und Leute, es geht halt noch krasser. Wie gesagt, ey, das ist zu heftig. Also, überlegt mal, dass wir sind gerade mal Welt 24. Es gibt halt bis Welt 30. Und guck mal jetzt unseren Schaden jetzt schon an. Okay, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen... Ich glaube, wir könnten jetzt eigentlich schon in die nächste Welt gehen. Aber das würde keinen Sinn machen. Weil wir müssen erstmal noch unsere Haustiere leveln. Glaubt mir. Zack, hier die entwickeln. Mit Futter und so. Ja, zack. Oh mein Gott, wie sehen die denn jetzt aus? Was sind das denn für Teile? Vielleicht finden wir auch nochmal ein Dreieck, das wäre ganz gut. Und dann können wir in die nächste Welt gehen, wenn wir hier wirklich klar besser sind. Aber ich merke jetzt schon, ihr seht auch den Bonusschaden, den wir jetzt hier machen. Guck mal, wir machen jetzt so... Nee. Der Name ist gleich, Leute. Jetzt auf einmal einer hat herausgefunden, anscheinend, dass ich der echte Stani bin. Okay. Aber es gibt auch irgendwie bei Roblox, können wie gesagt, Leute den Namen faken. Da müsst ihr wirklich aufpassen, Leute. Es gibt einige, die uns hier nachmachen. Und das bin ich denn gar nicht. Und die sind dann manchmal gemein und dann denkt ihr, ich bin gemein. Obwohl das ja gar nicht so der Fall ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil irgendwie kann jeder sich bei Roblox halt Stani Bunny nennen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Da müsst ihr wirklich aufpassen. So, zack, Leute. Guck mal hier. Oh, wie wir durchdrehen. Nein. Bro. Das ist sowas von stark, was wir machen. Ich sehe, guck mal. Ich kann es selbst gerade gar nicht glauben, was hier passiert. Bro. Ich brauche unbedingt das nächste Level. Wollen wir jetzt in die nächste Welt schon gehen? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt schon reingehen sollten. Ich mache, wie gesagt, warte mal. Wir gucken mal kurz auf Haustiere. Haustiere 461. Bro, ich sag euch ehrlich, ich würde gerne das Haustier 462. Ich glaube, ich würde das Haustier gerne auf 500 vielleicht hochleveln. Macht das wahrscheinlich am meisten Sinn. Weil dadurch haben wir halt den größten Multiplikator. Und solange wir immer noch das Haustier durch die Kugeln leveln können, macht es doch keinen Sinn, in die nächste Welt zu gehen. Weil wir kommen da einfach nicht voran, denke ich mal. Das wird genauso krass sein wie gerade hier zum Anfang. Dass wir eine halbe Stunde brauchen, um da irgendwas kaputt zu machen. Und jetzt sind wir ja hier noch nicht mal ganz OP. Bum, bum, bum. Guck mal, er sagt, ich mache kein Video, weil Steely nicht dabei ist. Also das sind hier, die denken gerade, ich spiele einfach so. Manchmal spiele ich ja auch einfach so und mache kein Video. Guck mal, es ist immer lustig, den Chat zu lesen, was die anderen da so reinschreiben. Aber ich habe jetzt keine Zeit, dazu antworten. Skin ist gleich, ja. Bro, den Skin können aber auch Leute nachmachen. Darauf dürft ihr euch nicht verlassen, Leute. Aber wir sind ja auch, guck mal, mit Abstand sind wir Erster. Nein, wir sind sowas von Abstand Erster. Gut, ich würde sagen, gleich, wir nehmen jetzt noch ein paar große Kugeln hier mit. Das ist eine große Kugel, das ist auch noch eine große Kugel. Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt wirklich eigentlich straight... Weiter. Ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter in die nächste Welt. Let's go. Ich mache hier einmal den Autoklicker aus. Dann geht's los. Oh. Neues Areal freigeschaltet. Welt 25. Boah, Leute. Ich bin echt gespannt. Wir sehen jetzt schon so krass aus. Was wird denn jetzt bitte das nächste Level sein? Guckt mal hier unser... Oh, Bro, dieser... Ey, wie geil das aussieht. Guck mal, wenn wir rennen. Wie schnell wir sind. Ey, ich kann es kaum noch kontrollieren. Nein. Nein. Nein, Leute, guck mal, was ist das? Können wir das Pets noch upgraden? Ja, Pets konnten wir noch ein bisschen upgraden. Okay, wir sind jetzt auf 470. Boah, die Pets sehen richtig gemein aus. Boah. Und wir machen jetzt 45,21 TD. Leute, und ich hau hier gegen. Ich hau hier gegen und da geht nicht mal eine Beule rein. Bro!
Wow. Was ist... Oh, doch. Guck mal. Nee. Ich habe gerade gedacht, da ist jetzt so ein kleiner Knicks drin. Aber hä? Da passiert gar nichts. Bro, hallo. Mach die Wand kaputt, Kollege. Ich sag nichts, Leute. Wir lassen die jetzt kurz laufen und sobald hier irgendwas passiert, ich weiß nicht, wie lange das dauert, werde ich hier weitermachen. So, Leute, ich habe jetzt hier wirklich gefühlt eine halbe Stunde habe ich jetzt da gegen die Wand gehauen. Und guckt mal bitte hier meinen Fortschritt an. Also wir kommen jetzt schon deutlich weiter und wir machen jetzt schon ein bisschen was kaputt. Und das heißt, dass es relativ gut ist, weil wir können jetzt gleich wieder diese komischen Energiekugeln einsammeln, die uns einen extremen Boost geben. Und ich muss wieder dieses Energiedreieck finden. Weil wenn wir das finden sollten, dann ist das hier eigentlich ratzbatz. Leute, haben wir das nächste Level erreicht. Ich probiere mich jetzt hier... Warte mal, wir probieren uns jetzt hier irgendwie wieder reinzuhacken in die Wand. Das klappt eigentlich... Ja, ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, Leute. Okay, ja, ja. Okay, okay, okay. Wartet mal, wir gucken jetzt hier einmal... Okay, hier ist eine Energiekugel, die nehme ich schnell mal mit. Aber hier ist kein Energie... Jetzt, guck mal, jetzt geht es gleich wieder richtig schnell. Wir müssen da die großen Energiekugeln einsammeln. Weil jetzt kann ich auch wieder mein Haus hier upgraden. Wartet, Haus hier upgraden. Zack, 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 zack. Oh, oh mein Gott. Was? Oh, Bro! Oh mein... Bro, okay. Leute, guck mal, was wir für Haustiere jetzt haben. Wir haben so eine rote... Oh, okay, das... Ey, guck mal unsere Haustiere an. Wie krass sehen die denn jetzt aus? Ist das deswegen, sage ich, diese Kugeln sind overpowered. Die sind sowas von overpowered. Ich muss die echt immer einsammeln. Guck mal, warte mal, hier irgendwo ein Dreieck, Leute. Ist hier ein Dreieck? Nee, kein Dreieck hier. Wir gehen mal hier hinten gucken. Wenn wir uns hier vielleicht reinbacken, vielleicht ist hier eins in der Ecke. Das kann ja überall versteckt sein. Gucken, gucken, sind gleich... Ja, ja, ja. Okay, ah, nee, nee, hier ist auch keins. Oder, wartet mal. Nee, kein... Das kann aber noch spawnen. Das heißt jetzt nicht, dass es gar nicht da ist. Ich hole mir jetzt aber erstmal diese Big Baba Bubu Kugeln. Diese großen Dinger. Boah, die müssen so... Guck mal jetzt. Aber guck mal, wie schnell wir jetzt vorankommen. Ja, Mann. Jetzt läuft's. So, oh Gott. So muss es sein. Komm, gib mir die Kugel. Gib mir die Kugel. Da kriege ich hier nochmal... Oh, komm. Oh nein, ich bin zu hoch. Ich bin zu hoch. Oder? Geht das? Nein, wir sind zu hoch. Aber, warte mal. Hier ist die Kugel. Ich will die Kugel haben. Hallo? Wie können wir denn runtergehen? Ich will die Kugeln... Leute, nein! Oh Gott. Da hinten ist ein Dreieck. Warte mal, ich muss gucken, welche Seite das ist. Wir müssen uns das jetzt... Hier links, Leute, ist das Dreieck. Bei diesem Stein hier, das müssen wir uns merken. Okay, wenn wir das haben, das ist vorbei. Ich hoffe jetzt... Oh, die Welt dürfte jetzt nicht regenerieren. Das dürfte jetzt nicht passieren. Und ich dürfte auch nicht zu hoch kommen. Wir müssen uns das holen, dann kriegen wir, glaube ich, den nächsten Rank up sogar. Oh, das ist so mächtig. Guck mal, das ist auch ganz am Ende. Das haben die ein bisschen gemein gemacht. Bitte, bitte, bitte. Oh, ich bin gleich gespannt, was passiert, wenn wir das kriegen. Leute, wir werden ultra stark. Und dann werden wir... Ey, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal die anderen Spieler ärgern. Weil wir sind ja jetzt nochmal zehnmal... Also wir sind jetzt gerade waren wir ja schwach gewesen, wo wir das Video angefangen haben. Jetzt sind wir nochmal zehnmal so stark. Okay, wir bekommen es. Ich hoffe jetzt, bitte. Die Welt dürfte jetzt nicht regenerieren. Bitte nicht. Bitte nicht. Gib mir das Dreieck. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Bro, was ist das für ein Boost, den wir hier gerade bekommen haben? Nur durch eine Kugel. Aber wir sind immer noch nicht Rank Up, ne? Wir sind immer noch nicht Rank Up. Das heißt, wir müssen... Bro, das heißt eigentlich, wir müssen unsere Tiere nochmal upgraden. Weil wir können jetzt auf 500 gehen, Leute. Auf 500? Was? Oh. Nein. Nein, 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 nein. Was sind das für Tiere? Leute, das sind goldene Superspinnen. Was? Wie krass sehen die denn aus? Bro, das sind die heftigsten Haustiere, die wir jemals hatten. Okay, oh. Hier nochmal die Haustiere, Leute. Ey, die sehen so nice aus. Aber wir haben jetzt immer noch kein Level abbekommen. Was komisch ist, das müsste eigentlich gleich drin sein. Aber diesmal werde ich jetzt hier ein paar mehr Energiekugeln mitnehmen. Dass wir es gleich im nächsten Level nicht so schwer haben, würde ich sagen. Weil das dauert sonst einfach wieder zu lange. Wir müssen hier ein paar größere mitnehmen. So, zack. Hier alles kaputt machen. Einmal hier bitte nochmal ein Dreieck wäre gut. Ein Energiedreieck. Das würde ich gerne mitnehmen. So, zack, das nehmen wir mit, hier, das nehmen wir mit.
Und das hier. Boah, aus dem Weg hier. Stadi haut alle. Oh, das ist eine große Kugel. Ja. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Leute, wir machen so viel Damage. Ich sehe gar nichts mehr. Wir können nicht nochmal unsere Tiere upgraden. Let's go. Oh Gott. Hä? Nein. Wir haben einen anderen Strahl bekommen. Guckt mal unseren Strahl an. Der ist jetzt Gold. Wow. Wow. Nein. Nein. Leute, First Class. First Class. Wow. Wow. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht sehr, sehr heftig aus. Sie haben so einen richtig coolen Umhang. Also das ist das beste Outfit, was wir gerade wirklich haben. Und guck mal bitte, wie schnell wir sind. Guck mal, wie schnell wir sind. Ich kann das kaum noch kontrollieren, Leute. Wir sind absoluter Super Saiyajin. Kann ich hier zu anderen Welten springen oder was? Guckt euch das an. Ey, Bro, das ist... Und das geht noch höher. Das ist halt das Ding. Wisst ihr, was ich meine? Das geht noch höher. Hä? Was kommt denn danach? Also, als ob. Ey, das ist ja zu krank. Ich bin leid, aber es wird wahrscheinlich so lange nochmal dauern. Ich werde jetzt immer hier noch die Kugeln einsammeln, weil in der neuen Welt, ihr habt es gesehen, es macht keinen Sinn. Wir müssen erstmal die Haustiere upgraden. Und die Haustiere werden halt auch nochmal... Boah, das, guckt mal unsere Superstrahl hier an. Gerade sind wir, gerade haben wir eine halbe Stunde gebaut, überhaupt irgendwas kaputt zu machen. Jetzt machen wir alles kaputt. Gut, ich werde jetzt mal hier außen ein bisschen absuchen, weil ich habe das Gefühl, dass hier außen immer die krassesten Kugeln sind, dass die Leute da nicht direkt hinkommen. Weil da muss man halt sich erstmal durchschlagen, um das zu bekommen. Ja. Nein, noch ein Dreieck. Leute, vorbei, 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 vorbei. Wir haben... Okay, jetzt wartet ab. Wir werden jetzt hier noch schnell die Kugeln einsammeln. Zack, zack, zack. Die großen auf jeden Fall. Die großen müssen sein. Und dann können wir eigentlich auch direkt in die nächste Welt gehen. Guck mal, die hier noch. Zack, zack, zack. Ja, alle brauchen wir nicht. Wir sind auch viel zu schnell. Ne, alle brauchen wir gar nicht. Wir werden jetzt upgraden. Bum, 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 bum. Ich bin gespannt, welches Level wir hinkriegen. Oh Gott, wie sehen die denn jetzt aus? 513. Boah. Ey, Leute, wie krank wir aussehen. Wie krank wir aussehen. Ist das jetzt die finale Welt 25? Weil First Class. Wir sind erste Klasse. Leute, es gibt doch nur erste Klasse. Also, was kann denn krasser sein? Atomwelt. Nein. 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 Die Atomwelt. Wie sieht das denn aus? Bro. Und obwohl wir haben gerade zwei Dreiecke gefunden und es passiert gar nichts. 15 QAD mache ich. Okay, das ist aber... Also hart auf hart, das lohnt sich nicht mal in die andere Welt zurückzugehen. Wir müssen wieder hier warten, Leute. Ich werde jetzt hier wieder Autoklicker anmachen und dann gucken. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder 10, 15 Minuten dauern, bis wir irgendwie weiterkommen und die Energiekugeln einsammeln. Wenn wir erstmal die Energiekugeln anfangen einzusammeln, geht es relativ schnell. Ich bin gespannt, was danach kommt. Abfahrt. So, Leute, ich habe jetzt hier, ihr seht, wir machen jetzt schon ein bisschen Schaden. Ist zwar nicht viel, aber wir könnten eventuell mit Glück unsere erste Energiekugel finden und die uns dann halt wieder diesen extremen Boost gibt. Also es ist halt irgendwie... Immer dasselbe. Immer zum Anfang schwach, dann eine Energiekugel und dann war es das gewesen. Dann haben wir eigentlich gleich auch den nächsten Rank hier. Und das ist, guckt, ihr seht einfach, oh, ihr seht den Unterschied, Leute, zum zweiten Platz. Der zweite Platz ist nicht mal in unserer Nähe. Wisst ihr, was ich meine? Ich sitze hier und der zweite Platz ist auf Mond entfernt. Jetzt von der Entfernung her, dass ihr euch das vorstellen könnt. Das ist wirklich geisteskrank. Und, oh Gott, ich weiß, guck mal. Das ist so verbuggt, die haben mittlerweile so viel Power, dass wenn wir dagegen rennen, dass wir einfach nach oben katapultiert werden. Das verstehe ich aber irgendwie auch nicht. Okay, jetzt geht's aber ein bisschen voran. Ich will mich hier wieder so ein bisschen reinbuggen. Dafür müssen... Oh, Manometer, Zitronenpeter. Dafür müssen wir das hier so ein bisschen vorbereiten. Erstmal vorsichtig, Leute. Und wenn wir dann genug drin sind, können wir nämlich wieder diesen Bug aktivieren. Oh. Ah, komm, 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 hier rein. Ah, gleich, wir haben es gleich geschafft, Leute. Ich sehe es doch gleich. Guck mal, wir werden immer stärker, immer stärker. Ja, ja, okay, okay, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, 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 ist hier... Gut, okay, ich sehe jetzt gerade aktuell kein Dreieck. Das ist aber nicht schlimm. Das wird sich vielleicht irgendwo verstecken. Das
Ding ist halt, das spawnt auch nur manchmal. Wir werden jetzt aber hier vorne die Kugel mitnehmen. Oh Gott, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen zu hoch, ne? Ah, ja, ich verstehe auch nicht, warum der immer so hoch schlägt. Wahrscheinlich, weil wir dann auch dagegen rennen und so. Aber ich muss die erste hier vorne mitnehmen. Das würde uns einen heftigen Boost geben. Ey, das dauert echt 20 Jahre, bis wir zur ersten Kugel kommen. Die haben das so gemein gemacht. Wir kommen gar nicht voran. Guckt mal hier den kleinen Weg, den ich mir gerade weggehauen habe. Das ist nix, Leute. Hier, das ist gar nix. Hä? Wieso kommen wir da nicht hin? Ich habe das Gefühl, wir kommen gar nicht voran. Dass die Wand noch irgendwie ein bisschen stärker wird, sogar habe ich das Gefühl hier hinten. Nein. Das soll jetzt nicht deren Ernst. Warte mal. Okay, wir gehen mal andere Richtung. Weil da waren wir gerade gewesen. Und vielleicht ist hier das Dreieck, wenn wir hier gucken. Wisst ihr, deswegen. Oh Gott, deswegen. Guckt euch diesen Bug an. Jetzt fliegen wir gleich nach oben. Wir haben gleich 10 QID. Wenn jemand die Zahl aussprechen kann, also ausgesprochen, komplett. Das ist ja Trillion, Trattillion, kein Quittrillion oder so. Quittrillion müsste das ja sein. Ich weiß gar nicht, ob es eine höhere Zahl danach noch gibt. Da musst du ein Mathematiker sein, um das hier zu checken, was hier abgeht. Ja, guck mal, ich flieg die ganze... Ey, wir haben das so kaputt. Aber warte mal. Ich wollte gerade sagen, vielleicht der Schlag jetzt... Nee. Bro, wir haben das Game kaputt gemacht. Geht das überhaupt noch weiter? Ich hau da jetzt schon so lange gegen und da passiert gar nichts mehr. Guck mal, irgendwann hier den Anfang hau ich kaputt und dann geht's gar nicht mehr weiter. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Die Wand wird dahinter stärker, kann das sein? Ich will doch nur eine Energiekugel. Könnte sein, dass wir bei 10 QID vielleicht einen neuen Boost bekommen. Ja, Leute, ich sage euch ehrlich, wir müssen hier noch weiter warten, bis wir vorankommen. Das geht irgendwie nicht. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich hol mir jetzt hier nochmal den Multiplikator. Ey, ich gebe mehr für die Roblox-Videos, als ich verdiene. Ich gebe mehr aus, als ich Geld verdiene mit den Videos. Leute, wir sind einfach nur crazy. So, ich habe jetzt hier wirklich nochmal den Multiplikator geholt, wenn wir jetzt nicht vorankommen. Also dann, ich habe über 10 insgesamt, muss man sich mal ausrechnen, über 10.000 Robux hier locker schon reingesteckt, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen. Also das ist ja wirklich krank. 10.000 Robux, das sind 100 Euro für einen Simulator. Die Dinger sind so pay to win, macht das bloß nicht zu Hause nach. Guckt euch das hier bei uns an. Und wenn ihr den Simulator cool findet, klar, dann spielt ihn mal und so. Aber ey, haut nicht so viel Geld rein, Leute. Das lohnt sich wirklich nicht. Also, guck mal, das ist... Bro, hä? Ich komme immer noch nicht voran. Also, ich check gerade nicht, was hier abgeht. Aber das ist doch Verarsche. Leute, das ist doch nicht real. Wir haben jetzt mittlerweile 11 QID und ich habe den Multiplikator auf, ich kann jetzt noch aufwerten auf nochmal, ums Doppelte halt, Leute. Ums Doppelte könnte ich nochmal aufwerten, aber es kostet nochmal 19 Euro. Da hätte ich allein, ich kann mir, da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich jetzt hier gleich nicht vorankomme und ihr wisst gar nicht, wie lange ich hier schon dran hocke, Leute. Und es passt, ihr seht, ich mache zwar hier so einen kleinen Weg frei, oh mein Gott, das, Leute, ja, jetzt geht's. Okay. Seht ihr? Wir haben jetzt einmal... Ich brauche die Kugel. Ja, jetzt geht's voran. Jetzt, guck mal hier. Okay, wir müssen gucken, wo große Kugeln sind. Da hinten sind große Kugeln. Okay, warte mal. Ich gehe mal andere Seite. Ich hoffe, dass das Dreieck ist. Aber haben wir gerade die Schwelle erreicht. Guck mal. Ja, ja. Wo ist das Dreieck, Bro? Ich brauche das Dreieck. Nein. Sag mir bitte nicht, es gibt hier kein Dreieck. Wenn nicht, dann müssen wir immer warten, bis die Welt regeneriert. Aber ich hole mir jetzt erstmal diese große Kugel. Und das ist halt, was ich meine. Zum Anfang, es geht gar nicht voran. Und jetzt guckt euch das an hier. Ratz, batz, Leute. Zack, die Kugel hier noch eingesammelt. Kann ich die einsammeln? Nee, ich bin zu hoch. Schade. Jetzt, wenn ich die große Kugel eingesammelt habe, guckt mal gleich auf den Boost, den wir kriegen. So, wartet. Zack. Dann haben wir gleich auch den nächsten Rang anscheinend erreicht. Komm, gib mir her, gib mir her. Und boom! Haben wir? Ja? Ja? Okay, jetzt nicht so krass. Ich hätte jetzt gerade irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Das war... ja, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend. Aber so können wir das Dreieck sehen. Oh mein Gott. Das ist übelst overpowered. Guck mal, was das für eine Sicht ist. Hä? Nein! Oh, Gottes Willen. Schade. Aber das ist... Warte, hä? Ah, das Gelände regeneriert ja ab und zu mal. Dass das halt wieder her... Warte mal, ich muss wieder die OP-Sicht haben. Oh Gott, okay. Das ist sehr gut. Da hinten sind die großen Kugeln. Ich mache hier wieder OP-Sicht an.
Ey, das ist wie, als wäre ich ein Hacker. Als wäre ich ein Hacker. Ich brauche die Kugel da. Komm, warte. Ich muss die... Nein. Ja, gucken, Leute. Gucken. Kein Dreieck bisher gesehen. Vielleicht haben sie es jetzt auch so gemacht, dass die Dreiecke zu stark sind und dass man die in Welt 26 gar nicht mehr bekommen kann. Das könnte natürlich auch sein. So, aber wir... Ey, guck mal jetzt hier. Nochmal die Kugel schön mitnehmen. Boom, Leute. Nochmal schön upgraden. Und wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Jetzt werde ich meine Haustiere nochmal upgraden. Jetzt werden wir die auf 600 gleich upgraden haben. Nein. Oh mein Gott. Ja, okay. 500. Guckt mal, wie die aussehen. Guckt euch das an. Bro. Das sind jetzt so eine... Bro, die werden immer krasser. Das ist ja voll nice. Ah, ich will nochmal... Können wir nochmal in den Bug reinnehmen? Ich glaube, das war's. Wir müssen uns jetzt so durchkämpfen. Und hoffen, dass wir das Dreieck finden. Oh. Aber ich sehe auch keine Kugeln mehr. Hä? Wo sind die ganzen Kugeln hin? Die sind einfach weg. Oh, toll, wir sind wieder nach draußen. Aber hier ist noch eine große. Sehr gut. Ah, okay. Aber es sind viele große da. Vielleicht haben die jetzt erst Augenmerk so auf große gelegt. Ja, obwohl, hier kommen jetzt wieder die ganzen kleinen. Ja, der Rank-Up dürfte auch nicht mehr lange fehlen. Gut, ich werde mich jetzt mal hier noch durchschlagen. Und dann, sobald ich hier ein bisschen was eingesammelt habe, werde ich euch sagen, wenn wir den Rank-Up haben. Weil das wird jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern, weil wir das Dreieck nicht gefunden haben. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen hier gerade gespielt. Leute, ihr seht, wir kommen immer weiter voran. Aber wir haben immer noch kein Level-Up und ich kann immer noch nicht in die neue Welt gehen. Weil hier, guck mal. Bro, nicht genug Power, Leute. Wir brauchen 86 QID. Also das ist auf jeden Fall noch ein bisschen... Obwohl, jetzt geht's... Oh Gott, okay, jetzt geht's relativ schnell. Und ich kann auch nochmal die Tiere upgraden, weil ich so viel jetzt gerade eingesammelt habe. Ich bin gespannt, ob wir jetzt mittlerweile Stufe... Wow. 500, Alter. Was sind das denn für Biester? Sind das überhaupt nur normale Haustiere? Okay. Ich merke schon, andere Liga. Jetzt müssen wir mal langsam hier, weil wir kriegen mal kurz bevor wir in die neue Welt kommen, kriegen wir eigentlich immer noch ein Level Up. Deswegen, ich bin gespannt, wann das jetzt kommt. Okay, guck mal den Superstrahl an. Ja, jetzt geht's richtig ab. Juhu, aus dem Weg, der stärkste Super... Nein. Oh. Elite-Held. Leute, was ist das hier? Okay, es wird halt... Bro, es wird halt... Wir sind halt Elite, Rang Elite. Es wird doch immer krasser jetzt. Ich verstehe das nicht. Ey, oh mein Gott. Ich muss gleich mal in die erste Welt gehen und gucken, wie stark wir wirklich sind. Weil in der ersten Welt sehen wir halt... da müssen wir alles mit einem Schlag jetzt zerstören. Das ist ja nochmal 10-mal so stark, wie wir es vorher waren. Ey, dass wir das immer noch spielen, ich check's nicht. Es ist einfach nur krass. Guck mal, die haben ja auch extra diese Endlevel, ne? Das haben die, also guck mal, auf dem normalen Weg, wenn ihr kein Geld ausgibt, schafft ihr das gar nicht. Also ich wette, ihr bräuchtet dafür wahrscheinlich ein Jahr oder so, um in die Welt 27 gleich zu kommen, so wie ich es bin. Das haben die schon extra so gemacht, Freunde, dass man es auf dem... sag ich mal, auf einen Nicht-Bezahlweg gar nicht schafft, weil die wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, kann ich auch verstehen. Da sind ja manchmal so Game-Studios dahinter. Aber ich empfehle euch, Leute, das auf jeden Fall nicht zu machen. Guck mal, man spielt ja den Simulator jetzt so ein paar Tage vielleicht und dann spielt man wieder neun. Es gibt auch Simulatoren, finde ich, die man länger spielen kann. So zum Beispiel wie dieser Weapon-Simulator oder Schwert-Simulator, die sind schon echt cool gemacht. Aber grundsätzlich hier dieser Punching-Simulator, der ist schon relativ einfach gemacht, ne? Und ich glaube, das lohnt sich hier nicht, 100 Euro reinzustecken. Aber das Gute ist, man kann halt gleich die anderen Spieler ärgern, weil man der absolut Stärkste ist. So, wir werden nochmal kurz Tiere upgraden. Oh Gott, Tiere upgraden geht jetzt auch sehr, sehr langsam nur noch voran. Das ist meist so ein Zeichen, dass wir doch jetzt eigentlich in die nächste Welt sollten. Aber Leute, wir gehen mal in die nächste Welt, gucken uns das an. Ich gehe hin, zack. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Guck mal, wie wir jetzt laufen, Leute, wie das aussieht. Wow, aus dem Weg, Study Buddy. Wir sind in der Sumpfwelt, oder was? Nee, ja, guckt euch das an. Leute, das wird so lange dauern. Das wird wieder, also,
Das ist auch schon wieder frech, hier passiert gar nichts. Ich gehe jetzt mal mit unserer Stärke, die wir haben, in Welt 1. Ich bin mal gespannt, was da passiert, wenn wir da einmal durchdrehen. Okay, wir sind Welt 1. Wir gucken hier, Leute, Welt 1, wir gucken uns das an. Alle Wände stehen hier. Okay? Bro, okay, es hat sich eigentlich so... Ja, Bro, es geht auch vielleicht gar nicht mehr stärker. Weil wir zerstören ja schon alles in der Welt 1. Komm, wir ärgern mal ein paar Spieler. Die meisten sind gerade in... Welt 8 sind die meisten gerade. Komm, wir gehen die in Welt 8 ärgern. Und weg mit dem... Oh Gott, Sven. Ja, ja. Guckt euch das an. Nein. 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 Guck mal, was die im Chat schreiben. Ich bin gleich mal gespannt. Aber guck mal. Ich habe alles zerstört, Leute. Die können nichts machen. Die können nichts machen. Gott, der schreibt... Einer schreibt Gott. Ja, Bro. Das ist hier... Das ist... Guck mal, ich drehe mich einfach nur im Kreis. Guck mal, die trauen sich nicht mehr raus aus der Safe Zone. Help me, World 8. Bro, da kann kommen, wer will. Niemand schafft mich hier. Bro, niemand schafft mich hier. Wer will da kommen? Wer will da? Guckt euch das an. Wir zerstören alle. Wir zerstören alle. Die Armen. Leute, das ist absolut pay to win. Guck mal, da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Das tut mir auch leid, aber die sind zu schwach. Guckt euch das an, hier. Der rennt da. Und weg ist er, weg ist er, weg ist er, weg. Haben wir. Ich glaube, der ist abgehauen. Nee, der ist da doch. Hä? Doch, ich wollte gerade sagen. Geht der nicht weg, oder was? Der noch hier weg, der noch weg, hier hinten noch weg. Einmal kurz wieder den Tornado aktivieren. Alter, wie sieht das denn aus? Oh mein Gottes. Guck mal, ich muss einfach nur hier so stehen. Ich muss die ganze Zeit einfach nur hier so stehen. Und ich kann die ausschalten, die können nichts machen. Wo sind die denn? Hallo? Sind die alle abgehauen? Die sind abgehauen. Die sind in Welt 10 gegangen. Ja, dann gehen wir in Welt 10. Wenn die mich hier ärgern wollen in Welt 10, dann ärgere ich die hier. Bro, gar kein Problem. Kein Ding für den King. Die können doch nicht einfach abhauen. Was soll das denn? Ja, diese, also ich sag euch ehrlich, dass Leute Ärger macht am meisten Spaß. Bam. Bam. Guck mal hier. Vive. Haha, ich habe Vive ausgeschaltet. Der arme Vive. Was? Ist der echte Vive? Ich weiß gar nicht. Ich glaube aber nicht, das war so Faker bestimmt gewesen. So, schnell mal hier die guten Dreiecke einsammeln, Leute. Weil die Dreiecke, die sind am stärksten. Oh nein, der eine. Ey, der hat mir Dreieck geklaut. Was soll das denn? Eine Vive hat mir Dreieck geklaut. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich drehe durch. Ja, die können gar nichts machen. Ey. Die können halt auch... Wer soll als Hilfe kommen? Sagt's mir bitte. Guck mal. Guck mal, die trainieren jetzt hier drinnen weiter, Leute. In der Safe Zone. Bro, wir sehen so krank aus, ne? Elite-Klassenheld. Number uno. Leute, das war's gewesen. Wenn ihr wirklich Stufe 30 sehen wollt, müsst ihr hier definitiv durchgehen, Leute, weil ich muss noch mal reinpayen. Wäre nice, das war's gewesen. Tschö mit euch, Stadis out.